wenn ich in einem Leid drinstecke, meist auch selbst der Schöpfer. Denn wenn ich eine andere Energie reingeben würde in gewisse Denkabläufe und eben diese Freude mehr integriere, kann ich die Selbstheilkraft eigentlich stärken und aus dem Leid wieder rauskommen. So könnte man sagen, der Umweg ist letztlich, dass wir keine Ich-Identität haben. Also es passiert halt, ja, ich fühle mich halt schlecht. Ja, wir sind nie schuld. Genau, das ist doch so. Und damit ist diese Ich-Identität, die heute in unseren Medien, Schulen, Universitäten, Ausbildungsstätten als normal aufgezeigt wird, ist mit die Grundlage, dass wir gar nicht ein Bewusstsein bekommen, selber dieser Schöpfer zu sein. Mhm. Mhm. Also ich brauche eine Ich-Identität. Seit ich mich mit Quantenphysik auseinandergesetzt hatte und auch der Professor Rack vom CERN in Genf mal ein Interview hier gemacht hat und gesagt hat, pass auf, was du denkst, es wird wahr. Das haben wir in der Quantenphysik im CERN bewiesen. Muss ich mir schon selbst Gedanken machen, wie denke ich über was an Informationen auf mich einprasselt? Stärke ich das, diese Sache in mir selber und erschaffe daraus noch mehr Realität in mir? Oder kann ich es einfach emotional nicht aufladen, sondern stehen lassen? Ja, grundsätzlich ja. Ja, nur was wir denken, können wir nicht über einen bewussten Verstand steuern, sondern es läuft über Überzeugungen, über dieses sogenannte Unbewusste oder Unterbewusstsein. Jetzt wird es noch schwieriger, hä? Und da steckt eben der Schlüssel drin. Ja. Das Unterbewusstsein ist nicht eine abgeschlossene Box, sondern es ist alles, wo wir noch nicht gelernt haben, den Fokus des Bewusstseins drauf zu lenken. Vielen Dank für dein Interesse, in deine ureigene Schwingung zu kommen. Abonniere jetzt meinen Kanal und bewerbe dich für ein kostenfreies Erstgespräch in dem Link hier unten in der Beschreibung.